Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Gleich am Morgen starten wir heute mit dem DAX. Man sieht es hier gerade, möglicherweise haben wir ein bullisches Flaggenszenario generiert. Im H1 sieht man das Ganze etwas schöner. Verbunden mit dem, mit dem Bruch der 1080 bzw. der 10.800er Punkte und letztendlich dem Retest knapp über dieser Zone gestern noch kurz vor Schluss. Man sieht es schon, zusammen mit dieser aufwärtsgerichteten Trendlinie bildet sich hier eine Art Kreuzwiderstand, den es gilt, long zu brechen. Alles über den 10.800 Punkten bzw. ein nachhaltiger Bruch bedeutet im Umkehrschluss H4 Candle Close oder wenigstens Daily Candle Close bzw. Daily Schlusskurs über den 10.800er Marke bietet uns hier weiteres Potenzial bis in den Bereich der 11.000 Punkte Marke natürlich als nächstes psychologisches Ziel. Und selbstverständlich dann darüber hinaus, alles darüber hinaus gilt es dann natürlich mit Hilfe der Charttechnik irgendwie abzuschätzen, denn ja, wir befinden uns dann natürlich über Allzeithochs, momentan das Allzeithoch ist ja knapp unter den 11.000 und dann kann man nur noch spekulieren, beziehungsweise ja, mit Hilfe solcher Formationen wie dieser Wimpelformation und dem entsprechenden Mustern, die dann zur Targetberechnung führen sollten, arbeiten. Ja, das zum DAX. Wir schauen mal schnell in den Euro-US-Dollar hinein. Wir sehen auch hier immer noch intakt diese 1,1260, der ganze Bereich. Wir haben mittlerweile schon ein 1,2,3, also eine Triple-Bottom-Situation und diese gilt es zu brechen. Also sollte hier die 1,1260 brechen, dann wird sicherlich einiges an Short-Dynamik frei. Hier vielleicht noch zu sagen, dieses letzte Tief bei 1,1220 circa, also vielleicht den Retest abwarten dieser Zone oder einen kleinen Rücklauf einer H4-Kerze oder sowas ähnliches und dann den Einstieg probieren. Stops dann bieten sich an über den 1,13 natürlich, das wäre sicherlich ganz sinnvoll und nächstes Target ist dann natürlich die 1,11 beziehungsweise dann unter die 1,11, ja, die psychologisch wichtige 1,10er Marke kommt dann und darüber hinaus natürlich die mittel- bis langfristigen Targets, also alles hier 1,0330 beziehungsweise Parität dann langfristig gesehen. Auf Long-Richtung müsste diese Widerstandszone brechen im Bereich der 1,1360. Das ist so eine ganz wichtige Marke, wie wir hier sehen. Er hatte sich immer wieder aufgehalten, der Kurs. Und gleichzeitig hätten wir dann auch diese wichtige aufwärtsgerichtete Trendlinie gebrochen. Also auch wieder ein doppelter Widerstand, der dann weiteres Long-Potenzial freigeben dürfte. Dann natürlich erstes Target erstmal die 1,15 bzw. 1,15,510, sowas wäre dann eine schöne Richtung, um hier wieder neue Einstiege generieren zu können. Und ja, apropos neuer Einstieg, Weekly 10er immer noch im Fokus, also sollte der erreicht werden, beziehungsweise diese ganze Zone, Weekly 10er, Weekly 13er, im Daily Chart sieht man es vielleicht ein bisschen genauer. Bereich Daily 50er, Daily 55er, IME, das wird dann eine schöne Zone zwischen 1,1660 und 1,1750 circa, um neue sinnvollere Einstiege bzw. schön teure Short-Möglichkeiten zu finden. Jedoch sollte man immer im Auge behalten, dass aufgrund der fundamentalen Short-Situation, die uns hier den Rücken stärkt auf Short-Seite, immer mit schnellen Short-Reaktionen gerechnet werden kann und muss und dementsprechend sollten sich Long vielleicht bloß im Intraday-Bereich abspielen bzw. auf 1 bis 2 Tage-Basis und so gut wie möglich im niedrigen Kaufzonen bzw. zu günstigen Preisen zu kaufen, damit man hier nicht böse überrascht wird. Kurzer Blick noch auf den US-Dollar gegen den japanischen Yen. Wir hatten hier diese sehr, sehr schöne Daily-Dreiecksformation, ja, so eine Art Wimpel gehabt und haben hier einen sehr, sehr schönen Ausbruch nach Bruch der Range gehabt, beziehungsweise nach Bruch dieser kleinen bullischen Flagge und momentan ist er hier auf dem Weg in Richtung 1,1979, beziehungsweise ja, sehr, sehr wichtiges Target ist hier die 1,2080, 1,2090, der Bruch dieses ehemaligen tieferen Hochs. Alles, was dort hinüber geht, beziehungsweise alles, was darüber hinausgeht, sollte wirklich längerfristig auch wieder weiteres Long-Potenzial schaffen. Momentan befinden wir uns hier immer noch in einem Ausbruchsszenario. Retest kann geschehen, deshalb vielleicht lieber kleine Korrekturen abwarten. Wir sehen hier in dem Bereich der H4 bzw. auch H1 Trendlinien, also alles, was kurze EMAs angeht, bietet sich hier als potenzieller günstiger Einstieg an und die Stops dann natürlich unter den
vorderen Zwischentiefs, also beziehungsweise die sowas hier, diese Zonen unter 1,1920 und sowas. Alles, was darunter geht, führt dann letztendlich wahrscheinlich wieder zum Retest und zu noch günstigeren Einstiegszonen. Weiterhin Targets auf Long-Richtung natürlich der Bruch dieses Hochs bei 1,2180 bzw. 1,2190 und langfristig gesehen, beziehungsweise mittel- bis langfristig gesehen, auf jeden Fall der Bereich 1,24. Wir haben hier ein markantes Multi-Jahres-Hoch von 2007 und sehr, sehr langfristig dann natürlich hier Bereich 1,35 bis 1,36. Das wird dann ein sehr, sehr schönes langfristiges Target, wo man gerade im Moment vielleicht noch günstige Einstiegskurse bekommt, um auch ein sehr, sehr gutes CRV rechtfertigen zu können. So viel dazu. Ich wünsche einen erfolgreichen Handelstag heute und bis zum nächsten Video. Sage Tschüss.